Wunderschönen guten Morgen, Mittag oder auch Abend, meine Freunde. Mein Name ist Jack von Jack in the Game und willkommen zurück zu einem weiteren wunderschönen Part von Forever Winter. Wie wir mit aufgehört haben, wir werden die Quest kurz abliefern, denn wir hatten ja jetzt die drei Teile gesammelt und kriegen dafür dann einmal Wasser, Eurasien, Fraktionsrating sogar und EP und Credits. Perfekt. Alles abgeben. So. Time to fly, explore and extract from Ashen Mesa. Gerne. Gibt es noch zwei Wasser? Okay. Was haben wir hier? Poke with a bigger stick, destroy 10 Euro pence. Jo, komm, nehm ich gerne an. Back. Was haben wir da? Staunch. Fetch 4 Advanced First Aid Kits. Okay. Kriegen wir alles hin. Haben wir noch einen Händler? Wir haben neuen Stuff. Me likey likey. Okay, alles Gucci. Will ich den ganzen Stuff jetzt verkaufen und ein bisschen warten? Irgendwie will ich noch ein bisschen warten halt. Kann ich neue Rigs kaufen? Mal kurz gucken. Weaponry? Nee. Ist egal. Combat Loadout und dann, ich hab, ja gut, ich kann drei Magazine mitnehmen. Hm. 45er ACP habe ich nicht, oder? Nee. Muss ich auf jeden Fall mal hier besorgen. 45er ACP. So, tippitoppi, ready. Wir werden jetzt erst einen Mesa und dann ein paar Europäer killen und Medikit sammeln und nicht vergessen, extracten halt. Also auf gut Deutsch, der Basisstaff. Was sag ich mal Staff? Ich sag, muss doch Staff sagen und nicht Quesh, sondern Quest. Ah, egal. Probleme über Probleme, die ich eigentlich nicht philosophieren möchte, nicht philosophieren muss und auch nicht philosophieren brauche. Aber ich tue es ja trotzdem. So. Dann schauen wir doch mal, was haben wir denn hier? Wie gesagt, wir müssen nur Europäer finden. Das sind halt Drohnen. Da haben wir eine ganze Armee. Das sind Europäer. IODs. Okay. Okay, die halten aus. Die fressen. Ach du meine Güte, die. Oh mein Gott, die. Oh mein Gott, die kauen ja die. Bruder, die kauen ja die Munition. Die fressen Patronen. Das ist nicht. Das ist, na, Bruder. Was war das denn gerade? Was ist der Terminator? Auf Megacrack? Da ist ja der Steroiden-Potter sogar noch nützt dagegen, du. Ach du meine Güte. Also der hat auf jeden Fall Krieg mit einem Taschstickspieß gegessen. So, ich brauche Munition wieder. Händler. Aramaki, ich brauche ein bisschen, ich brauche A. Eine RPK. Und B, ich brauche sehr viel Munition. Dankeschön. Gut, dann kommt der Loadout. Nun wissen die, dass die RPK da. Ein bisschen mehr. Ja. Kann ich die eigentlich noch irgendwie ja, ich kann sie customizen. Wunderschön. So, ein Kali-Magazin. Der Griff ist gut.
Den Receiver kann ich nicht wechseln, den Stock kann ich wechseln. Den Gas Tube. Na, ah, den Schaden erhöhen. Die Handguard. Kein Grip. Das ist okay. Super. Dann würde ich mal sagen, wir legen. Nee, ist nicht gespeichert worden. Ach. Egal. Wir halten den Stuff, den wir haben und gut ist. Oh, doch, doch. So. Gut. Let's frickin' go. Bruder, lieber. Also, okay. EODs sind scheiß und schwer. Da brauche ich deutlich was Stärkeres. Granatwerfer von 50 Kaliber MG. Irgendwas, was er so sagt, wisst ihr so. Boom, Big Boy. Du bist down. Tipp ich mal. So. Life finds a way, even here. Merken, alles ist EUD, ist gefährlich. Die Dings ist nicht gespeichert, die Waffenmods. Kann ich da rüber? Hoffentlich, es sieht gut aus da drüben. Halt. Eurasien. Und die brauche ich ja nicht, ich brauche Europäer. Damit ich da hochkomme, ne? Irgendwo noch Loot rumliegen. Ist auch viel zu ruhig gerade, ne? Der ist tot. Was bist du? Du bist in Eurasien. Ach, hier bist du ein Grabber, kein Hunter. Ich dachte, das wäre ein Hunter gewesen. Ich würde nur ein bisschen Loot sammeln. Lass mich mal chillig hier vorbeigehen. Ich suche gerade nur mal Loot. Oh, ich weiß, wo ich Europäer finden könnte. Bis zum Scrap Nexus. Units on the way. They don't look happy.
leer. Oh, das Ammo. Nein, auch nicht. Ja, okay. Na. Besser als nix. Our main threat is closing the distance. Das ist der Main Threat? Der sieht ja nicht sehr harmlos aus. Na gut, extracten wir mal. Und dann mache ich mal ganz kurz meinen Cut. Sprich, ich bin dann nach dem Extract ganz kurz mal weg. Bis gleich. So. Willkommen zurück vom Schnitt. Das tut mir nämlich leid. Meine Tochter kam gerade nach Hause mit meiner Frau. Von daher musste ich leider doch ganz schnell die Aufnahme ausmachen. Bin wieder zurück, keine Sorge. Wir haben ihn extracted. Und wir können jetzt die Quest abgeben. Wir haben jetzt nicht mal die scheiß Drohnen gesammelt. Quests? Nee, ja, warte mal. Quest. Meine ich die Drohnen? Nee, komm, leck mich doch. Das war die Drohne, meine Güte. Das war. Oh. Richtig viele Quests gerade. Okay, time to fly. Turn in. So. Oh, ey, so viel zu sammeln hier gerade mal. Warte mal. Oh ja. Ja, hier. Scrapyard. Da können wir hingehen. Gehen wir zu Scrapyard und machen dann Europäer. Suchen die First Aid Kits und holen die Battle Plans. Ja. Das ist der Plan. Komm mit Loadout. Lass uns mal gucken. Die RPK. APK. Lass ich mal so wie ist. Obwohl, nö. Customize. Habe ich irgendwas Besonderes jetzt? Außer das Magazin-Teil? Grip ist doch alles gut. Der Stock ist okay. Gas Tube. Handgun ist auch drin, wie es sein sollte. Das ist nichts Besonderes dabei. Okay, gut. Wir brauchen Munition. Für die RPK. EPK, Munition. Wo ist denn hier die Munition für die EPK? Mach da. So. Hab ich einen neuen Händler oder sowas? Oder irgendwie neue Sachen zu kaufen? Nope, ey. Nochmal Vendor. Hat. Oh, guck mal, wir haben Grillo. Okay. Sexy, M4A1. Kaufe ich mal einmal. Der Rest ist eher irrelevant derzeitig. Aramaki hat aber auch jetzt gerade nichts mega Besonderes. Nee. Was mit Heisenberg? Nee. Advanced die Schwarzen. Das hier. Gut, ich brauche 3 Stück. Man geht ordentlich Geld rein eigentlich dafür. Gibt es nicht sowas wie eine Schnellverkauftaste? Egal, wie viel Geld haben wir jetzt? 122.000, gut. Regionen. Scrapyard Nexus. Und Ready Room. Ready Set Go. Rüber.
dann halt ein paar Europäer killen. Na, Europans heißen die ja. Die Battleplane holen. Und mal hoffen, dass ich die Medikits rauskriege. 3 Stück. Frage ist, sind das die? Das sind eure Uruskans. Okay. Cool bleiben, das war nicht so wie der Plan. Das vorhatte, aber ich habe nur 2 gekriegt von denen schon mal. Oh, das war dumm. Das war irgendwie mega dumm von mir. Warum bin ich gerade so auf den Kampf aus gewesen gerade? Das war gerade richtig dumm. Ich hätte das ganz anders machen sollen. Ich hätte einfach jetzt nicht so hart reinpreschen dürfen. Mal kurz gucken, wo ist denn hier meine M4? Ne, wo ist meine M4? So. Was ist das jetzt? Magazin kann ich ändern, habe ich auch nichts Besonderes. Ein Barrel ist nicht besser. Mehr Schaden. Ah, perfekt, Optics. Tipptopp. Munition. Munition, 5, 5, 6. Das ist dann die hier. Und Consumable. Gut, müsste ausreichen. Ready Room. Nochmal ran. Und diesmal schön easy rangehen. Nicht so sehr auf Konfrontation ausgehen, Jack. Du bist kein Kämpfer, du bist ein Plünderer. Ich vergesse das bloß immer wieder. So. Oh mein Gott. Die Hand ist ein bisschen das Problem halt. Das heißt, ich muss auf jeden Fall über Schulter machen. Was sind das denn? Friendlies? Das sind hier Ruskins. Oh Gott. Ey, das ist das ganze unfair, das Game. Das ist immer richtig unfair. Okay.
Loadout. Habe ich irgendwas anderes, was ich nehmen könnte als Waffe? Nö. 20 mal Shotgun-Muni. Und die letzten 20 oder 60 Surplus. Super. Super. Und let's go. Diesmal die Ruskins auslassen. Unterdessen nur die Europäer suchen. Ich meine, ich hätte schon fast alle gehabt, ne? Also. Das ist schon wieder Ruskins. Was haben wir denn hier? So, ach. Meine Sachen waren das. Also ich bekomme aber ist die Funktion nicht ganz richtig bugfrei. So, Munitioner. Mit 45er ACP. SVD habe ich noch gar nicht. Antitank. Oh, nicht mal mit. Shotgun. Und die Surplus-Munition. Was haben wir hier? Ist eine Logbox. Die geht zwar weg für ein paar tausend, aber ich brauche eher Wasser. So, hier Storage Color. Teddybär. Color AK Barrel. Mal ganz kurz mal ein bisschen was rocken hier. Weil ich merke, ich habe meine Hand so ganz frei. Das ist ein Brawler, muss ich aufpassen. Die machen böse Aua. Nicht, dass ich brauchte. Ah, M1A1, NSN-M4A1. Munitioner. Auf! Flicken, ey, nicht schießen! Alter, ich bin so langsam im Drehen. Ich krieg ein Eikorn bei. Alter, warum bin ich so langsam im Drehen? Okay, gut, 25 Kilo. Ach komm! Jetzt mal ganz mal Hand aufs Herz, okay? Hand aufs Herz. Bei 50 Kilo kannst du doch niemals so langsam dich drehen. Das ist doch Schwachsinn. Es hat gar keinen Sinn. Da könnte ich einen Anfall kriegen bei. Super, ich habe nichts mehr Munition, oder? Na doch, ein bisschen noch. Nochmal rein. So ärgerlich.
Und wo sollen eigentlich die Pläne liegen? So. So, cool bleiben. So, die AK nehme ich damit. Das wäre auf jeden Fall mit, auch das. Oh, perfekt, das erste schon mal. Na komm, gib mal ein Stuff hier. Scum-Magazin, lass mich auch noch mal einmal mit. Brauch mehr Medic-Stuff gerade. Das sind die Ruskins. Munitioner. Nein. Ich kann mal ganz eine Sache rausschmeißen, die zu viel wiegen könnte. Okay, ich muss ein paar Sachen rausschmeißen, die zu viel wiegen. Okay, die Waffen weg. Die Waffen wiegen zu viel. Battle Plans. Genau das, was ich suchte. So, und dann... Okay. Wie zum Teufel? Es ist, als würde ich Dark Souls spielen plötzlich, dass ich ein Stunlock bin. Was ist bitte für ein Scheiß? Ich sehe ja mehr in den Ladebildschirm als überhaupt noch Gameplay heutzutage gerade irgendwie. So, meins gut. 2 Sekunden hier. Options. Sensi. Super, dankeschön. So, nächstes. Charakter. Nächstes. Comment Loadout. Nein. Vendor. Aramaki.
Kommen mit Loadout. Super. Und Abmarsch. Gehst wieder mit Backman ran. Hat mehr Life, lecker, bestimmt länger aushalten. Das ist doch nervig im Grunde genommen dann, dass du. Du wirst nur einmal angetroffen und schon bist gestunlockt. Du kannst gar nichts machen. So, wie langsam ist denn der? Ich wollte gerade sagen, wieso war 7,1 noch von 7,1? So. Fuck, ist der langsam. Aus dem Brawlers. So. Oh Gott. Das Spiel macht mich gerade so fertig. Man merkt, ich habe gerade Spaß heute. Geh mal zurück zu Sherman. Also, der Charakter ist auf jeden Fall beschissen. Das ist langsam wie Sau. Prestige noch freischalten, Dankeschön. Und ich brauche neue Munition. Ready Room. Ich geh's nochmal da rein. Könnt mich nicht aufhalten. Ich möchte nur die drei Sachen haben. Battle Plans, Advanced Medikits und 8 verflixte Kills. Ich will nur 8 Kills haben. Mehr nicht. Acht Kills. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Was soll ich da machen? Du kriegst beschissene Waffen, die keinen Schaden machen. Der Gegner kann nicht stacken wie Sau. Was ist denn... Ich verstehe auch... Ich verstehe... die Bedeutung dahinter, dass es ein Survival Extraction Shooter ist, der ultimativen Art und Weise. Ich verstehe aber nicht... warum das gerade so unfair sein muss. Das Spiel, kleiner Fun Fact. Das Spiel wurde getestet in Closed Tests. Ja? Geclosed Betas gab es. Es ist irgendwie, es ist ärgerlich. Ich fange gerade an, das Spiel zu hassen. Und das bin ich ja gar nicht, weil das Spiel ist eigentlich ziemlich cool. Mir gefällt es eigentlich auch. Bloß heilige Pantoffel noch eins. Ich krieg hier noch einen Anfall. Ich krieg für mich das Verlangen irgendwie, keine Ahnung, irgendwo einzumarschieren.
So, wenn du bestimmt nur eure. Wie heißt ja mal. Euruskan. Also, Ruskis sind nur da, glaube ich, bestimmt, weil es ist ein bisschen hell. Ich sehe auf jeden Fall da schon mal eine Truppe von Ruskis. Noch mehr Ruskis. Halt. Hä, wo war. Ich war doch gerade was rumliegen hier. Ach, whatever. So, weiter. Dann umdrehen wieder. Ja, und dann ist der letzte Soldat da hinten noch irgendwie dabei, den Helden zu spielen. Ich breche mir gleich selbst den Kiefer dabei. Weil mir die Kinnlade so runterfällt. Gut. Wir gehen in ein ganz anderes Gebiet jetzt lang. Ich kann leider immer noch nicht Elephant Mausoleum gehen. Das Problem ist, wenn ich hier Pipes lang gehe, müsste ich Münzwurf spielen. Wirklich, ich müsste Münzwurf spielen, um zu hoffen, dass das Spiel nicht abstürzt. Bei dem Gebiet hier. Als andere hier? Kann ich. Pipes? Nö. So, immer noch einmal noch mal ganz kurz den scheiß Nexus. Und hoffen, dass es jetzt irgendwie funktioniert. So, 556 habe ich irgendwo 556er. Habe ich sogar. Nehme eine G36 jetzt mit. Ich weiß nicht, ich verspiele mir gerade richtig hart den Loot, den ich gerade bei mir habe. Oder mein Gear. Aber ganz ehrlich, ich krieg langsam so. Oh, ich krieg Arschkrämpfe auf gut Deutsch. Mein linker Arschback wird richtig nervös. Es ist. Hä, es ist nur Ruskis. Ich hole die Pläne. Wenn ich Gelegenheit sehe, schnau ich mir noch Dingens. Schau mir so ein, zwei Gegner, aber. Ganz ehrlich. Nur den Loot holen. Achter. Ach, ist das auch nicht gerade das, was ich brauche? Oh, aufpassen, die Brawlers hier. Oh, boah.
Ach, als ob. Ach, als ob. Komm, hör mir doch auf mit der Schweinshaxe hier. Was ist das denn bitte? Ich schieße, kein Treffermarker. Der Gegner schießt, ey. Die Bank gewinnt immer, ne? Als würde man, ist das beste Prostata-Untersuchung. Bloß, dass der Handschuh, aus Sandpapier ist. Hm? So fühlt es gerade an. So. Region, Scorch Enclave oder Ashen Mesa? Ja, Scorch Enclave. Okay, zumindest einigermaßen die Wege. Cemetery. Ready Room. Da weiß ich zumindest, wo ich lang muss. So. Das sind Cyborgs. Was sind, oh, Ruskis. Das sind, ja, Ruskis. Da ist Munitionsloot. Nice, 556er. Ich habe kein P90. Auch nicht. Nee. M4 vielleicht noch. Zählt Gacha Box nicht mit? Kann ich die irgendwie retten? Kann ich. Nice. Lass mir das hier mit. Medical Supplies. Perfekt. Danke. Auch nicht gerade was Besonderes hier. Oh, kurze Deckung bleiben. Deren schärfsten Gewehre treffen so böse. Dass das ganz schön böse weh tut. Oh. Ach, gucken, irgendwas Gutes hier? Ah, nicht so wirklich. Oh. Okay. Das ist ein Eurasischer. Europäer.
Okay. Och, blick dich doch jemand. Aber jetzt mir noch 4 Euro Pans. Aber trotzdem, das ist ärgerlich. Dann gibt es halt Leute auf dem Discord, die darüber beschweren, dass das Spiel zu einfach ist. Ist es nicht. Es ist knüppelhart, weil es einfach nicht gebalanced ist. Aber war es auf jeden Fall leider diesmal mit einem Frustpart. Ich hasse sowas, dass sowas passieren kann. Dass man halt mega frustriert zockt. Aber gut. Wir machen auf jeden Fall noch einen einzigen Part nochmal danach rein. Und da machen wir jetzt eine Pause von dem Spiel. Weil, wie gesagt, das Spiel ist ein Alpha. Deswegen der nächste Part ist der letzte Part. Und dann mal gucken, wann wir wieder zocken. Weil, wie gesagt, das Game ist noch unbalanced. Das ist eine Alpha. Die Performance ist noch ein bisschen am Hackeln. Und so viel muss noch gemacht werden. Danke fürs Zuschauen, wenn es euch gefallen hat. Nicht vergessen, liken, zusammen noch kommentieren. Ich sehe euch bald wieder. Und hoffentlich mit ein bisschen mehr Fortschritt und ein bisschen mehr gutem Loot. Bis dahin, schönen Modöle und bis bald, meine Freunde. Ciao!